Nehmen wir es schon auf? Jetzt ja. Super. Nee, hallo, Herr Beuth. Nein. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich will mir ein Bier rausholen? Ja, ja, sehr gerne. Alles für euch. So eine Frage beantworte ich. Marlon. Ja! Komm. FCK, super. Super Format. Oh, Sommerpause, ey. Einfach Wahnsinn. So gut. Herrlich. Hörst du das? Desi? Ey. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Moinsen, Leute. Neue Folge, dein FCK, neue Saison. Wir haben richtig Bock. Aber wie sieht's bei euch aus? Lasst uns doch einfach mal hier unten in den Kommentaren wissen. Ja, wir können euch natürlich nicht in die neue Saison starten lassen ohne eine Vorbereitungsfolge. Denn auch wir müssen ja erstmal wieder so ein bisschen warm werden. Und deswegen sind wir hier. Auf dem Betze und wir waren nicht alleine. Bedien dich. Vorsichtig hinsetzen am besten. Sehr vorsichtig. Wir haben es festgeklebt, aber... Ja, habe ich alles gehört. Das wird schon funktionieren. Ja. Ganz, ganz vorsichtig. Wenn du einmal sitzt, ist gut. Vielen Dank. Stark. Andreas Lute. Jammern immer alle über die Vorbereitung. Ist es als Torhüter eigentlich auch so anstrengend? Vorbereitung ist halt anstrengend, da musst du durch. Ist aber nicht mein Lieblingspart vom Profi-Dasein. Aber heute geht. Heute geht's. Heute ist relativ entspannt mit euch. Wer bräuchte denn jetzt noch so ein, zwei Wochen, bis er wirklich auf Level ist? Ja, da bin ich zu gut erzogen. So eine Frage beantworte ich nicht. Das sind alles meine Teamkameraden. Ich schätze sie alle sehr. Und wenn ich was zu kritisieren hätte, dann würde ich es jetzt nicht öffentlich machen. Wie geil ist es, direkt ein Heimspiel gegen Pauli? Also Gegner waren mir eigentlich echt egal. Ich habe nur gehofft, dass wir halt zu Hause spielen, weil wir da im letzten Jahr halt auch super Erfahrungen mitgemacht haben mit dem Heimspiel gegen Hannover, was für uns ja auch so ein bisschen der Dosenöffner war. Wir waren sofort in der Liga drin, Heimsieg. Und eine ähnliche Chance hast du ja jetzt eigentlich wieder. Und das freut mich. Wir haben uns für dich ein besonderes Spiel überlegt, weil wir haben gedacht, ja, wir nehmen den, der am meisten Erfahrung hat. Wir wollen jetzt nicht sagen, du bist alt, aber... Nee, reif. Reif ist es so. Einmal deine Traumelf aller Zeiten. Ja. Wen würdest du aufstellen? Edwin van der Sar am Tor. Großes Idol gewesen von mir. War so der einzige Profi, von dem ich ein Poster hatte in meinem Kinderzimmer. Außenverteidiger Roberto Carlos und Philipp Lahm. Innenverteidigung, boah, Franz Beckenbauer ist dabei. Ja, ich stell dann Matthäus hinten rein, weil er hat ja auch Libero gespielt. Boah, Maldini habe ich auch vergessen. Ne? Das wechseln wir dann. Im Mittelfeld vergebe ich dann auch noch vier Positionen. David Beckham, Ronaldinho, Messi rein. Der kann ganz gut kicken, ne? Der soll ganz gut sein, ja. Ah, und der andere im Mittel, der letzte, Dennis Bergkamp. Mein Sturm, den kenne ich schon, das ist Thierry Henry. Und der echte Ronaldo. Auf welchem Tabellenplatz landet der FCK am Ende der Saison? Unheimlich schwer zu sagen, aber wenn wir am Ende wieder Neunter werden, wäre ich echt happy. Andi, das war's schon. Echt? Ja. Ah, vorsichtig auch wieder aufstehen. Ja. weil dich habe ich oft gesehen. Ja. Wie heißt du noch mal? Aber seit einem halben Jahr oder so war es jetzt mal wohl ganz krass, ne? Ja. Das ist traurig. Ich bin wieder zurück. Du darfst dir gerne was zu trinken nehmen, wenn du möchtest. Nehmen wir es schon auf? Jetzt ja. Ah. Du darfst jetzt offiziell sprechen. Super. Nee, hallo, Herr Beuth. Nein. Schön, dass Sie wieder da sind. Wichtigste Frage überhaupt. Wie geht's dir? Was macht das Knie? Ich kann nur so viel sagen, dass ich zurzeit weniger zu Hause bin als sonst. Wenn ich normal im Training bin, also ob es therapeutisch ist und reha-mäßig, bin ich nur am Arbeiten und habe auch nur dieses eine Ziel, dass ich so schnell wie möglich natürlich auf dem Platz bin. Am Ende des Tages entscheidet dann ja, mein Körper, wann er was wieder zulässt. Und, aber glaub mir, ich bin der Ungeduldigste von uns allen hier. Heißt, Samstag in der Woche könnte knapp werden? Alles kann, nichts muss. Ist noch kein Nein. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich arbeite an allem, aber ich weiß, ich kann ja nichts versprechen, weil dann musst du den hier fragen. Über 23.000 Dauerkarten verkauft. Also man hätte ja meinen können, irgendwie nach der ersten Saison, zweite Liga, dass es da vielleicht so ein bisschen abebbt, gerade nach der Rückrunde. Mhm. Aber die Leute geben ja genauso Gas und ist doch verrückt, oder nicht? Ich meine, wir sind in der zweiten Liga geblieben, ist scheißegal wie. Wir haben es sehr schnell festgemacht, das war super und das ist auch das Ziel, nicht absteigen. Ne? Ja. Das auf jeden Fall. Wir halten alle gerade die Schnauze, wir arbeiten in Ruhe und das ist einfach schön zu sehen. Und ich glaube, das sehen die Leute auch auf dem Platz und werden sie auch diese Saison wieder sehen, dass da ein Team steht, die sich auspowern, alles für dieses Logo geben. Und darum geht es, dass wenn der Tag kommt oder wir in der ersten Liga wieder sind,
dass es dann halt nicht jojo-mäßig gleich wieder runtergeht, sondern dass der Verein so schön organisch wie eine Pflanze gewachsen ist, dass er halt auch einen Winter übersteht. Was ein schönes Bild. Ich gucke mal. Ja, Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Ja. Auf welchem Tabellenplatz landet der FCK? Einstellig. Sehr schön. Und wie viele Tore schießt Terence Boyd? Weiß es nicht. Genau. Wie viel würde er denn gern schießen? Oh, wann wärst du zufrieden? So viel wie möglich. Ich geb keine Zahlen. Okay. Meine ich, weil ich tue mich dann selber damit enttäuschen. War schön, dich mal wiedergesehen zu haben. Das hat mich auch total gefreut. Mensch. Mal los, bis nächste Woche. Samstag. Samstag in Hamburg. 8 Wochen wieder. Vielen Dank. Ich wünsche dir was. Dankeschön. Alles Gute. Musst du jetzt aber auch gefallen lassen. Besser ne? dich. Ja, muss echt lange nicht mehr gehen. Ja, muss dir gefallen lassen. Ich will mir ein Bier rausholen. Ja, sehr gerne. Alles für euch. Hast du schon mal deinen FCK gesehen? Nee. Ja, der FCK, super. Super Format. Ihr habt angefangen, seitdem läuft es halt, ne? Erstes Mal beim FCK. Wie war es bisher? Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen und deswegen war es ganz gut für mich. Ja, ich bin ein ganz lieber, entspannter Zeitgenosse. Immer auch gut für den Spruch und deswegen war das eigentlich ganz angenehm. Also passt ganz gut in die Teamchemie rein. Ja, genau. Passt gut rein, der Junge. Wir haben allen die Frage gestellt, auf welchem Tabellenplatz landet der FCK am Saisonende? Was sagt ihr? Nicht Abstiegsplatz soll schon sein. Das wäre gut. Das wäre gut, genau. Ich denke, dieses Jahr waren wir 9. Das wäre auch eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Ja, da würde ich auch mitgehen. Da stimme ich zu. Ich glaub, 9. Platz ist so... Ist gut im Rennen. Wir haben jetzt mal noch so ein kleines Spiel vorbereitet, so ein kleines This or That. Ganz schnell, ganz easy. Entweder oder, aber This and That hat er auch verstanden, oder? Boah, schwierig, ne? Google-Übersetzer kurz. Westkurve oder VIP-Tribüne? Westkurve. Westkurve. Ich glaube, alles andere wäre enttäuschend. Ja. Sind wir ehrlich, kannst du nicht sagen. CL mit dem FCK gewinnen oder die Weltmeisterschaft? CL mit FCK. Dienstagabend, ja. 21 Uhr. Gegen Real locker. Letzte Zeit, ja. Dienstagsabend? Ja, so in 3-4 Jahren habe ich Zeit dafür. Ja. Letzte Frage, aber die wichtigste Frage. Desi Krause oder Marius Müller? Boah, da ist natürlich. Terence hat sich vorhin relativ klar positioniert, als er mir nicht mehr Hallo gesagt hat, weil er mich schon so lange nicht mehr gesehen hätte. Ja gut, dann ist das nicht schlimm für dich. Ich kann das absolut ab. Ich auch. Hey, du kannst es jetzt wieder... Ich mach unentschieden. Oh, hey. Ich mach jetzt schon. Vielen Dank. Wir danken euch. Leute, das war's schon. Das war's Danke. Schon. Danke euch. Vielen Dank. Es war echt entspannt bei euch hier in dem Stuhl. Okay, das schneiden wir auf jeden Fall nirgendwo rein. Take some lemonade. Guten Tag. Freut mich. Hallo. Take some what? Lemonade. Guck mal, jetzt hast du mich nass gemacht. Das war ein ganz blöder Fleck jetzt. Jetzt mal ohne Scheiß, Aaron. Du hast mich wirklich nass gemacht. Guck mal. Das war ich nicht. Mach's dir bequem. Aaron oder Aaron? Wie du magst. Du kannst mich gerne Aaron nennen. Aber die ganze Mannschaft nennt mich Aaron. Aaron, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Wahnsinn. Und es ist Marlon, oder? Marlon. Warum die neue Rückennummer? Ich mag die 17a mehr. 7 ist meine Glückszahl und ich musste irgendwas mit 7 nehmen, weil die andere 7 ist hier vergeben. Weißt du? Wie geil ist das Auftaktprogramm? Erst Heimspiel gegen Pauli wird wahrscheinlich ausverkauft sein und dann der Kracher samstagsabends 20:30 aufschaltet. Vom Namen her hätte es uns nicht besser treffen können. Ja, ich denke aber auch, dass genau diese Spiele uns eigentlich liegen. Also 2 Siege zum Auftakt eingebucht? Ja, mindestens. Wer hat denn am meisten Gas gegeben in der Vorbereitung? Boah, ich muss sagen, Aaron. Ja, wenn der Ball dazu kommt, ist ab und zu noch schwierig. Aber sonst hat er es eigentlich ganz gut gemacht. Ja, laufen kann ich. Das mit dem Ball, das zeigt er mir dann noch ein bisschen. Das sollten wir hinkriegen. Deswegen eher auch die 7 und 0-17. Ne? Genau. So, wo landet der FCK? Auf welchem Tabellenplatz am Ende der Saison? Irgendwo ich in der Mitte. Ich sag alles, was einstellig? Keine 15 hat. Ich glaube, das würden wir jetzt schon unterschreiben. Ja. Wir haben uns ein kleines Spiel für euch beide überlegt. Wer weiß mehr? Wer weiß mehr? Oh. Wir hätten gerne alle Zweitligateams der Saison 23-24. Osnabrück. Elversberg. Wird schon dünn. Wiesbaden. Rostock. Es gibt einen Verein, die haben so rote Trikots an. Nein, uns sage ich als Letztes. Das zählt nicht, das zählt nicht. Ja, HSV. St. Pauli. Paderborn. Nürnberg. Hertha. Kiel. Kaiserslautern. Den sage ich als Letztes. Kaiserslautern. Hannover. Schalke. Kräuter Fürth. Ja. Fortuna Düsseldorf. Mhm. Ja. Es gibt so einen Verein, der hier auf dem Betze nicht so beliebt ist. Den wollten wir eigentlich als Letztes sagen. Dün, 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 dün. Ich sag einfach Karlsruhe. Braunschweig? Jetzt gibt's noch einen. Noch einen. Ja. Mhm. Ah, ich hab's.
Fußballclub aus Magdeburg. Hey. Da sind sie alle. Oh, Glückwunsch. Stark. Danke. Sehr gern, sehr gern. Marlon Latte. Zehner dagegen. Ja. Wette nicht gegen den. Okay, ich mache einen Vorschlag. Wenn du triffst, färbt sich Marius die Haare blond. Boah. Okay, was machst du denn, wenn du verlierst? Ich begleite dich einen Tag bei deiner Arbeit. Und du darfst dir aussuchen, welchen Tag. Latte gibt 3 Punkte und ins Tor 1 Punkt. Okay. Wie oft darf der aufticken maximal? Bei mir einmal, bei dir zweimal. Aber der war nicht schlecht. Hätte auch ich mitspielen können. War der an der Latte? Oh ja. Latte. Oh! Das ist er. Oh! Also wir haben hier ein klassisches Unentschieden. Wir freuen uns auf beide Marius. Zweimal getroffen. Mit blonden Haaren. Falls du einen Friseur brauchst, ich kann dir den stellen. Ist gar kein Problem. Das ich kenne da jemanden. 100%. Geil. Oder du an meinem Arbeitstag vom SWR gehen wir zum Friseur. Machen wir genauso. Das wird super. Siehst du? Wir freuen uns. Ich danke dir. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Was wird. Leute, Marius mit blonden Haaren, das dürft ihr nicht verpassen. Und deswegen immer wieder einschalten, montags, dein FCK.